Frage sachlich, was ist rein sprachlich und was ist fachlich ein Schmäh? Von einem echten Wiener King bestimmt das Lösung fürs Problem, geht's ans nicht deppert, des Wissens ja weh. Natürlich weiß ich's, doch wie erklär ich's? Was macht den Schmäh so berühmt? Er ist ein Überraschungsgag mit einem ganz bestimmten Zweck, ist eine Wahrheit, die nur teilweise stimmt. Spaßig muss er sein, harmlos soll er sein, nur dann ist er gesund. Und ein gesunder Schmäh ist keine Schande, man produziert ihn ohne Mühe und Gefahr. Ein gesunder Schmäh stellt hierzulande fast eine nationale Weltanschauung dar. Er ist sehr oft auch Untertreibung, man sagt, gut schaust aus, und dabei meint man, gut schaust aus. Er kritisiert durch die Umschreibung, ist eine taktische List, die nie verletzend ist, ein gesunder Schmäh. Naja, im Grund ist oft auch ein Hieb drin, ein Watschen und ein Tritt. Doch wenn der Schmäh perfekt und gesund ist, lacht mit den anderen das Opfer tapfer mit. Meine Erklärung ist nicht Belehrung, sie ist ja auch nur ein Schmäh. Und ist der Inhalt nicht intakt, dann wird er fest in Charme verpackt, so wird der Schmäh nationale Idee. Der Schmäh ist nicht nur an Wien gebunden, er rennt durch ganz Österreich. Und wenn Sie in die Dörfer gehen, dann werden Sie viel Varianten sehen, jedoch der Kern, die Methode bleiben gleich. Ist jetzt alles klar, reicht mein Kommentar, schau's mir auf den Mund. Und ein gesunder Schmäh, das ist was Rundes, hat keine Ecken, wo man sich verletzen kann. Ein gesunder Schmäh ist was Profundes, unsere Politiker haben sehr viel Freude dran. Er zeigt den Weg, wie man friedlich streitet, doch einen Kontraschmäh erfinden ist für den Gegner oft nicht leicht. Und weil man uns um ihn beneidet, hat man ihn oft kopiert, doch wirklich nie erreicht. Ein gesunden Schmäh lass jeder rennen, der zwischen Simmering und Döbling ist zu Haus. Und wenn Sie jetzt meinen Schmäh erkennen, na ja, dann kennen Sie in der Wiener Stadt sich aus.